Finale des Cup of Russia ist der erste große russische Wettbewerb im nationalen Eiskunstlauf nach Sotschi. Er fand am Wochenende in Nowgorod statt. Wie immer standen vor allem die Damen im Zentrum des Interesses, deren ersten Garde in Sotschi und davor auch auf World Cup so begeistern konnte. Erfolgreich war hier Anna Pokorilaya, die auch schon international unterwegs war, bei den russischen Meisterschaften aber als Achtplatzierte enttäuscht hatte. In Nowgorod fand sie zu ihrer Form zurück und verwies Jewgenia Medvedeva und Maria Artyomieva auf die Plätze 2 und 3. Die tragische Gestalt des Wettbewerbs war ein erneutes Mal Elisaveta Tuktamischewa, in der letzten Saison noch russische Meisterin. Nach einer schwachen Vorstellung im Kurzprogramm und Rang 6 im Zwischenklassement verletzte sie sich in der etwas besseren Kür und musste mit einem Bänderriss komplett aufgeben. Es ist wirklich zu hoffen, dass dieses große Talent, früher international erfolgreich unterwegs, bald wieder fit ist und Anschluss an frühere Leistungen findet. Bei den Herren gewann in Nowgorod Maurice Kvitschervili vor Gorodej Gorshkov, dem Überraschungsmedaillengewinner der Universiade 2013. Die Konkurrenz der Paare entschieden Julia Antipova und Nodari Maisoradze für sich. Auch bei den Junioren gab es Wettbewerbe im Rahmen des Cups.